Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ja, wir haben heute, beziehungsweise zu später Stunde, dann doch nochmal die eine oder andere Idee gehabt und hatten irgendwie Bock, ein bisschen zu basteln. Und dadurch, dass ja der Herbst ja so ein bisschen schon vor der Türe steht und es ja überall Herbstsachen und Halloween-Dekorationen gibt und auch Bastelsachen, dachten wir, weil wir ein bisschen Langeweile hatten und dass wir dementsprechend ein paar herbstliche Windlichter bauen bzw. basteln. Und ja, da haben wir einmal diese schönen Dekoblätter. Dann haben wir, die ich heute besorgt habe, von Teddy die kleinen Füchsleins. Dann hier auch von Action diese Blätter und auch diese hier. Und Krepppapier am Start in mehreren Farben. Ja, wir haben schon mal so ein bisschen angefangen. Ganz normale Altgläser, ganz normale, sei es Würstchengläser, sei es irgendwelche anderen, sei es, wenn es da Rotkohl, Bohnen oder sonst was drin, spielt überhaupt keine Rolle. Irgendwelchen alten Gläser, die habe ich dann aufgehoben gehabt. Ja, und die werden wir jetzt ein bisschen so verschönern. Und wir haben halt, wie gesagt, auch schon ein bisschen angefangen. Kordel ist auch am Start. Ja, da wollen wir ein bisschen dann ja, die Gläser ein bisschen verschönern. Und wollte es dann ein bisschen dann gemütlich haben zu der Herbstzeit. Innen drinne kommt dann auf jeden Fall eine kleine Lichterkette rein, eine LED-Kette. Ja, und deswegen ja, freue ich mich, dass wir jetzt so eine tolle Idee hatten und dann doch so ein bisschen kreativ sind und uns dann ja nicht mehr so langweilig ist. Und ja, man muss ja nicht immer vorm Fernseher hocken. Man kann ja auch mal ein bisschen kreativ sein und mal so ein bisschen Spaß haben und beisammensitzen. Und basteln macht immer Spaß. Und ja. Auch wenn es abends jetzt um diese Uhrzeit noch ist, aber wenn man Lust hat, hat man einfach Lust. Ja, und wenn man dann so schöne Sachen hat, dann muss man einfach anfangen. Ja, meine Tochter hat ebenfalls schon angefangen. Da haben wir ein etwas größeres Glas, da waren Würstchen drin. Und hier hat sie dann schon den kleinen Fuchs hier. Finde ich sehr, sehr schön. Hier kommen dann auch noch so Dekoblätter hin und hier wird sie dann auch noch ein paar Blätter runterfallen lassen. Also das ist ganz, ganz schön. Freue mich schon, wenn es leuchtet. Ja, wird bestimmt schön. Ja, wie gesagt, hier machen wir mal weiter. Ja, ich würde auf jeden Fall auch mal hier so. Ich dachte erst so, dass wir das so ins Fitzelstücke so machen, aber ich werde das auch im Ganzen lassen. Werde da ja jetzt auch mal so ein bisschen Kleber dazugeben. Eigentlich ist es besser mit einem Prittstift, aber den habe ich jetzt gerade oben in meinem Bastelzimmer. Aber ich werde hier so ein bisschen leicht von der Klebepistole, wenn sie dann mal mitspielt. Ah, ja, da werde ich so ein bisschen da dazugeben. Das ist ja Gott sei Dank ganz, ganz dünnes Papier. Da braucht man ja wirklich nicht viel. Da muss man eher ja aufpassen, dass es nicht zerreißt bei dem Krepppapier. Ja, und da soll das so ein bisschen als Gras, Wiese etc. soll das so ein bisschen dienen. Und dann können wir da so ein bisschen dann auch die Blätter verteilen und den Fuchs dazugeben. Das fand ich ganz süß. Ganz süße Idee. Ja, und da können wir dann, wie gesagt, dann später, wenn wir fertig sind, man kann natürlich auch ein Teelicht reingeben. Aber wie gesagt, ne, beim Teelicht ist ja immer so eine Geschichte, ist ja immer so eine Sache. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Ne? Also da ist schon besser, wenn man dann LED nimmt. Ja, oder so halt solche kleinen LED-Kerzen, ne, also solche flammenlosen Kerzen. Also da muss man halt mit richtigen Teelicht dann auch aufpassen. Und deswegen würde ich da jetzt nicht unbedingt echte Kerzen reintun, weil ist dann immer auch gefährlich, wenn wirklich so Kinder im Haushalt sind. Das ist immer so eine Sache. Ja, jetzt haben sich hier natürlich so ein bisschen Beulen. Das war jetzt nicht meine Absicht. Das ist so ein bisschen zu schnell hier, aber macht ja nichts, wir bekleben. Ich nehme jetzt doch mal diesen. Ich hoffe, dass der so ein bisschen seine Farbe dann verliert, weil der ist voll pink, der Stift. Aber der hält Bombe. Ja, wir werden auf jeden Fall. Ja, ist ja schon mal gut, ne? Sieht aus, als wenn wir grün haben. Grüne Wiese, auf jeden Fall. Da werde ich hier noch mal so ein bisschen am Ende hier noch ein paar Blätter. Ja, soll ja auch so aussehen, als wenn die Blätter runterfallen. Ja, nicht wundern, wenn ich mal kurz aus dem Bild bin, da bin ich gerade hier so mit der Pistole beschäftigt.
Ja, irgendwie kam uns spontan diese Idee, weil wir gesagt haben, Mensch, weil wir wollten erst eine Wochendeko machen und ja, irgendwie hatte dann meine Tochter keine Lust dazu und ja, irgendwie war das dann so, ach nee, keine Wochendeko im Travels Notebook oder im Kalender, lieber was anderes. Ja, und dann haben wir da so getüftelt und dachte ich mir, Mensch, wir haben ja noch ein paar Gläser, könnte man ja mal so ein paar schöne Windlichter machen. Ne? Und da dachte ich mir, ja, mal gucken, was wir da alles haben dafür, was da wir alles machen können. Und dann hat sich das dann halt so ergeben. Ja, fand ich dann eigentlich eine ganz witzige Idee. Sag mal, man braucht ja nicht wirklich viel, ne? Also man kann ja wirklich, ja, mit ein bisschen kann man da ja schon, ja, so ein kleines Glas oder auch ein etwas größeres Glas, jetzt in unseren Sa kann man da ja schon echt viel raus machen, ne? Also man braucht ja manchmal wirklich nicht viel, ne? Ist ja manchmal wirklich nur kleine Details, die dann wirklich so ein Glas aufhübschen lassen und wo dann man wirklich dann plötzlich an so einem Glas Freude hat, weil es dann einfach cool und dekorativ gestaltet ist. Ja, finde ich dann gar nicht mal so schlecht, ne? Also man muss ja nicht immer alles wegschmeißen. Vieles dient dann auch noch wirklich dann zur Dekoration, beziehungsweise konnte man dann noch gut verbasteln. Also ja, nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt hier auch meinen kleinen Fuchs hier verbastelt. Will dann hier auch noch so ein paar Blätter hier daneben legen. Also diese hier haben wir dann auch noch in anderen Farben. Wie gesagt, ich habe hier diese ganzen von Action hier mit. Und ja, dann werden wir auch noch mal, ich glaube, ich werde vielleicht sogar zwei hier machen. Mal gucken. Ja, wir haben auf jeden Fall dann auch noch diese Schnur, die hier oben dann dran kommt. Die werden wir auch noch mit verbasteln. Die werden wir dann so als, ja, als Abschluss wird die dann hier dienen. Und bin echt gespannt, wie das dann nachher so schimmern wird, weil ja auch diese Blätter sehr, sehr unterschiedlich von der Farbe her ist. Also ich bin mal gespannt, wie letztendlich dann das Licht da durchscheinen wird. Mal gucken, wie das dann aussehen wird. Also ja, ich habe das ja auch schon Weihnachten immer gemacht mit Weihnachtsmotiven oder mit Weihnachtsstickern. Ja, das kam auch immer ganz gut an. Jeweils, wenn ich jetzt auf Facebook das gezeigt hatte oder ich habe es jetzt hier zu Hause gemacht, da habe ich ja unendlich viele gemacht. Oder auch diese Zuckergläser, da kennt ja jeder. Ne? Mancher hat Zucker, mancher hat Salz genommen. Ja, also das ist ja auch immer ein Thema für sich, das war ja auch immer klasse, das sah auch immer super aus. Und jetzt dachte ich mir, Mensch, jetzt hat man so viel Krimskram und jetzt kann man das natürlich auch mal schön gestalten, ne? Und ja, warum denn nicht? So, dann werden wir mal gucken, weil wir haben hier auch noch das große Glas. Jetzt werden wir mal schauen, inwieweit, was möchtest du denn haben da noch so? Also wollen wir da noch so ein paar Blätter hier noch hinmachen oder möchtest du noch von den kleinen oder möchtest du doch noch einen Fuchs irgendwo? Ich möchte die Blätter. Diese hier? Oder die bunten? Die bunten. Okay. Ja, meine Tochter sitzt hier gerade daneben. Und da ich ja so immer so ein bisschen schauen muss, wegen der Pistole, ne, ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Deswegen mache ich das dann. Und dann, ja, bin ich hier die Klebefrau. Man muss ja auch so ein bisschen aufpassen, ne, ist ja auch heiß. Muss man immer so ein bisschen vorsichtig mit umgehen, mit Vorsicht zu genießen. Habe ich mich auch schon ein paar Mal dran verletzt, beziehungsweise da dann auch schon mal das eine oder andere ah, geschrien und da dachte ich mir, ah Mist, ne, weil es dann einfach zu heiß ist. Ja, da freut man sich dann, ne? Ja. Jetzt kommt der Männer nach Hause und stört, wie immer. Ja. So, jetzt mal hier gerade noch ein anderes Blatt. Mal so ein bisschen hier Farbe reinbringen. Soll ja auch so ein bisschen aussehen, als wenn die Blätter dann hier so runterfallen. Und auch noch mal so ein bisschen, soll ja nicht nur nach Papier aussehen, sondern auch ein bisschen holzig, sage ich jetzt mal. Und ich finde das immer ganz süß. Hier haben wir jetzt hier die beiden Blätter, den Fuchs. Finde ich ganz süß. Also hier kann sie ja dann auch noch so Blätter oder auch, wenn sie das Krepppapier so ein bisschen in kleine Schnipsel reißt, kann sie das ja dann auch noch hier überall kleben. Ja, und dann
Sie kann es aber auch so lassen, also das bleibt ihr überlassen. Ich finde das ganz süß, mal was ganz anderes. Ja, wie gesagt, das soll dann unsere Windlichter werden. Ich freue mich auch schon, wenn die Lichterkette reinkommt. Dann wird es ein bisschen gemütlicher, wie ich immer so schön sage. Ich werde jetzt mal die hier ausprobieren. Diese zwei. Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht bestimmt ganz süß aus. So. So, habe ich dann hier dran geklebt. Und dann werde ich noch mal gucken. Na, ich überlege, ob ich das hier hinklebe. Oder vielleicht dahin. Werde ich mal gucken, ob ich vielleicht doch noch ein anderes nehme. Sieht auch so ein bisschen, also es ist so ein Rotbraun, aber es sieht aber auch im Licht so pinkartig aus. Also es ist ziemlich krass, also wenn ich das jetzt hier so, denkt man, ich hätte irgendwie so ein pinkes Blatt hier. Also es sieht ein bisschen urig aus, sieht ein bisschen komisch aus. Grün ist auch ein bisschen krass. Ach, ich nehme jetzt das hier. Ja. Ich sag mal, da kann man ja so viel machen, ne? Also auch glatt mit Papier und ja, man kann ja auch Kastanien sammeln und ach, da kannst du ja so viel machen und da sind ja die Wünsche, Ideen, da gibt es ja überhaupt keine Grenzen, ne? Also man kann ja so viel machen, selbst auch mit Biegeplüsch und Zahnstocher und ach, was nicht alles, da sind ja echt keine Grenzen gesetzt und deswegen hatten wir einfach mal die Idee, dachte ich, komm her, wir machen das mal. Warum auch nicht? Sowas geht ja eigentlich immer, denke ich mir. So, jetzt werde ich noch mal ein Blatt hier noch mal mopsen und werde hier noch mal hier ein bisschen dekorieren. Jetzt lasse ich es vor Schreck fallen. Oh, ich hasse das. Hast du das auch mal so, wenn ihr die Klebepistole und das zieht dann immer so Fäden und dann oh, ist immer schrecklich. So, deswegen mag ich auch keinen Uhu-Kleber, der zieht auch immer solche Fäden. Naja, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Ja, wie gesagt, hier habe ich jetzt nochmal eins hingeklebt und hier dann die Holzteile, hier den Fuchs. Jetzt überlege ich aber, vielleicht nicht doch noch irgendwo einen Fuchs hinmache. Sieht ein bisschen leer aus mit dem Fuchs. Schade, dass es keine Igel oder so gegeben hat. Ich weiß gar nicht. Gab es Igel? Nee, ich glaube nicht. Doch, irgendwelche Teile gab es noch. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, welche das war. Muss ich doch noch mal gucken. Vielleicht fällt mir doch noch das eine oder andere ein. Ich glaube, das wäre doch gar nicht mal so verkehrt, wenn wir da noch mal das eine oder andere hätten. Es wird ganz gut aussehen, wenn da dann doch das Eichhörnchen oder der Igel. Ich glaube, da muss ich noch mal bei Action gucken oder bei Teddy. Weil ich muss sagen, ich fand dann doch das eine oder andere bei Kick doch ziemlich teuer. Und auch die Halloween-Sachen fand ich jetzt nicht gerade günstig. Also deswegen habe ich da auch nicht zugeschlagen, habe da auch nichts mitgenommen. Deswegen habe da von mir auch nur diesen Bekleidungsroll gesehen und dieses bisschen, was ich da noch an Krimskram mitgenommen habe. Also klar war das eine oder andere ganz süß, aber ich fand es jetzt nicht gerade so günstig, dass ich sage, oh, das muss ich jetzt sofort mitnehmen, das ist jetzt total ein Schnäppchen. Also ja, fand ich nicht so günstig. Also habe dann doch schon bei dem einen oder anderen dann darunter geschaut und dachte mir so, oh, okay. Und habe es dann stehen gelassen. War jetzt doch nicht so, dass ich sage, oh Gott, das muss jetzt unbedingt mit. Oder ich würde dafür jetzt das Geld bezahlen. Aber man kann ja auch so wie hier, man hat ja eigentlich auch vieles zu Hause. Deswegen, ja, kommt man dann auf solche Ideen und hat dann schöne Windlichter zu Hause. So, dann brauchen wir noch eine Schere.
So, eine Schere. Dann mache ich noch so eine Kordel drin. Das werde ich wahrscheinlich zweimal so drum machen. Finde ich doppelt immer ein bisschen schöner. Und dann sieht das auch schön herbstlich aus. Ich finde, das geht immer. So. Ich finde, das muss man jetzt auch nicht unbedingt kleben. Kann man kleben, nochmal zur Fixierung, aber also ich sag mal, wenn das richtig festgezogen ist und wenn das richtig knotig ist, sage ich jetzt mal, dann hält das auch. Aber viele, gehe ich mal davon aus, würden das kleben. Aber ich finde das auch noch mal ein bisschen schön, wenn das nicht immer alles befestigt. So kann man dann vielleicht auch noch mal, wenn man ein anderes schönes Dekoband hat, kann man ja auch noch mal so ein herbstliches Band nehmen und kann man das dann noch mal, weil dann kann man das hier abmachen und dann kann man es ändern. Und das gefällt mir jetzt noch nicht so. Was würdest du sagen, Schleife oder Knoten, Zoe? Schleifen. Okay. Würde ich jetzt auch nicht so lang das Band anlassen. Eher so ein bisschen kürzer dann. So. Warum das jetzt hier so runterhängt? So, jetzt habe ich hier ein bisschen Kordel drum gemacht. Ja. Mal gucken, ob mir das dann so zusagt, ob mir das dann so gefällt und es so bleibt. Aber wie gesagt, wenn es einem ja nicht gefällt, kann man es ja jederzeit dann wieder abmachen. Und kann dann halt ein anderes schönes Band drum machen, wenn man möchte. Habe auch noch ein schönes Dekoband da, aber das würde jetzt hier bei dem Glas dann den Rahmen sprengen. Und ja, dann würde, glaube ich, eher dieses Dekoband im Vordergrund stehen, anstatt das Glas. Und dadurch, dass das Dekoband auch schon diese Farbkombination hat, würde das dann nicht mehr dazu passen. Deswegen dachte ich mir, das ist mehr naturgemäß, das entspricht dann mehr der Natur von draußen und deswegen passt das ganz gut. Es muss ja dann nicht überall dann dieses Farbschema sein. Es muss ja dann auch so ein bisschen, ja, dieser Farbkontrast und diese Unterschiede dann geben. Ja, und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, ich mache das nochmal doch ein bisschen fest hier. Irgendwie will das nicht so, wie ich will. Jetzt kommt wieder meine Pistole zum Einsatz. Ich bin ja heute die Pistolenfrau. So. Ja. Wie gesagt, wir wollten euch da so ein bisschen dran teilhaben lassen, wollten euch zeigen, dass wir gerade da so Bock drauf hatten und man ja auch mit Kleinigkeiten oder die Sachen, die man im Haushalt hat, ja, einfach mal eine Kleinigkeit machen kann. Oder sagen wir mal, eher verschönern kann. Und da braucht es halt nicht viel. Und dann hat man schon so ein bisschen, fehlt jetzt nur noch die Lichterkette, wie gesagt. Und dann, ja, wir werden es jetzt aber gleich nochmal mit einem Licht, beziehungsweise mit einem kleinen Teelicht ausprobieren und schauen, wie es aussieht. Natürlich passen wir da auf, ganz klar. Aber danach kommt natürlich eine schöne LED-Lichterkette rein. Und dann wird das mit Sicherheit ganz, ganz schön sein. Man kann es ja auch auf einen schön gesteckt, beziehungsweise in der Mitte von einem Kranz vielleicht stellen oder als Tischdekoration vielleicht auf ein schönes Tablett, sei es rund oder eckig, wie auch immer. Oder man hat so schöne Holzelemente, da passt das ja auch immer ganz schön. Ja, oder als Dekoration für die Fensterbank, ist ja auch immer ganz süß. Irgendwo wird sich mit Sicherheit immer ein Plätzchen finden. Ja, hier werden wir jetzt noch weitermachen. Bei dem etwas größeren. Hier ist noch ein bisschen Luft. Hier werden wir noch uns ein bisschen austoben. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von uns. Das ist jetzt soweit fertig. Wie gesagt, das darf jetzt einen schönen Platz finden. Und da wird jetzt noch schön mit Licht gearbeitet. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Hier werden wir noch weitermachen. Hier haben wir auch noch ein Glas. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann schauen wir uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise sehen wir und hören wir uns das nächste Mal wieder. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Ansonsten schönen Abend euch allen. Tschüss, macht's gut.